Hey ihr da draußen, herzlich willkommen zurück zu Planet Crafter. Wir haben ein bisschen was vor. Wir wollen ja noch ein bisschen weiter erkunden. Wir wussten ja eigentlich genau, dass wir, wenn wir hier durchfliegen, auf der linken Seite haben wir noch so ein, wie nannte sich das jetzt? Da war ja noch so eine Höhle, die wir mal erkunden können. Die andere da unten haben wir ja erkundet. Aber da war ja dieser komische Mushroom River. War das der, der da drüben war? Den wir da durch Zufall entdeckt haben. Gesagt, es ist jetzt gestern auch gepatcht worden. Es sollen wohl einige Sachen jetzt gefixt worden sein für den Release. Und wollen wir mal schauen, wie es da aussieht. Da geht's in dieses Zeolithfeld rein. Und das war, glaube ich, hier irgendwo, war ja so eine Höhle, wo man rein konnte. Hier sind Schmetterlinge. War hier irgendwo diese Höhle? Da ist eine Kiste mit lauter Zeug. Dass der schneller produziert. Ja, da sind ein paar schöne Sachen. Die Bohnen kann ich ja nicht da lassen. War das hier irgendwo? War hier irgendwo so ein Durchgang? Nee. Oh, das Wetter wird schlechter und röter und nicht gerade angenehm. Was war das jetzt? Hier tschütscht gerade irgendwas. Ruckelt auch so ein bisschen. Da fällt irgendwas von da runter. Hier ist unser Lavafeld. Da ist unser Lavafeld. Sieht natürlich schon gigantisch aus. Irgendwas fällt hier runter. Was bist du denn da drüben? Habe ich dich gerade richtig gesehen? Da hinten ist ja ein Wrack. Haben wir das schon gesehen? Oh, was ist das denn? Machen wir mal die Taschenlampe an. Waren wir hier schon drin? Hier sind so ein paar gute Sachen drin. Und hier geht's runter, weiter runter. Da ist ein Crate. Okay. Oh, da haben wir ja einiges zusammengekriegt hier schon wieder. Das ist unten in der Lava drin. Ja, wink mal. Da ist ein. Was ist das hier? Ah. Vergesse immer, dass das, wenn man hier. Nee. Na, jetzt. Wenn du andere Spiele spielst, die mit Nummernblock belegt sind, hier geht's noch tiefer runter. Hier kann man was abbauen. Hier ist auch noch mal ein. Uha, hier ist ja richtig was los. Pflänzchen brauchen wir nicht. Stäbe. Sollen wir die Stäbe erstmal alle da lassen? Da wissen wir ja auf alle Fälle, dass sie hier sind. Stickstoff, Dünger. Brauchen wir eigentlich drüben auch nur zum Ding? Du bist ein Bildschirm, der ausgeschalten ist. Jetzt haben wir uns natürlich hier jetzt das Eisen reingepackt. Schauen wir mal, was hier noch so drin ist. Hier ist auch noch mal Dünger und Superlegierung. Ah, okay, das ist auf alle Fälle nur so ein normales Versteck von denen hier. Gut. Ah, okay, aber wir haben ja da hinten. Jetzt hoffentlich habe ich nicht da hinten. Was bist du denn für eine Absturzstelle? Ist ja auch ein riesiges Ding. Das ist hier im Vulkan runtergegangen. Da sind hier wohl einige Expeditionen umher gewesen. Okay. Da bin ich gerade reingeglitscht. Das wollte ich eigentlich nicht. Du liegst da oben drauf. Komme ich hier irgendwie hoch? Nö. Nee, 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 nee. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Oh, nee, da ist mir zu viel Lava.
Wo ist denn hier die Schnauze von dem Flieger? Der ist ja meistens immer eingebrochen. Da geht es ziemlich weit runter. Ja, hier liegen, also hier waren wahrscheinlich, wir sind nicht die einzige Expedition, die hier gelandet ist. Wow, 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 das ist gar nicht gut. Wie kommen wir denn da auf dich drauf? Hier ist irgendwie Ende der Welt. Oder bin ich da gerade irgendwo reingeflogen? Ah, okay, da liegt ein. So, hier kommen wir drauf. Können wir da drüber fliegen? Das ist ja ein Riesenwrack. Ach, du heiliges Kanonenrohr. Das ist ja ein Riesenwrack. Kommen wir da irgendwie rein? Nö, das ist Antrieb. Gibt's hier irgendwie einen Zugang zu dem Ding? Da ist ein Raketenantrieb nochmal. Hier muss ja irgendwo ein Zugang sein. Da ist eine Radarschüssel. Wir laufen obendrauf, aber irgendwie ist das glitschig hier. Da habe ich so ein bisschen Angst. Okay. Da liegen auch noch Teile rum. Sind es eher die Teile? Aber hier muss man doch irgendwie reinkommen in dieses Riesending. Gibt es hier irgendwo einen Außenzugang? Da kann man oben drauf rumlaufen. Da liegen irgendwelche, das sind die Außendinger. Muss ja irgendwie so, sonst ist ja immer normalerweise immer das Cockpit offen. Das sieht nach keiner Tür aus. Das sind Kanonen. Wie cool ist das denn? Ja, einen ganz schön großen Ballermann hier. Hier sind irgendwelche Landewerke. Okay. Ist da das Hauptteil vom Schiff abgebrochen? Das lag ja hier unten irgendwie. Okay, das ist jetzt ein bisschen verwunderlich. Da liegen noch Teile. Da muss es doch irgendwo einen Zugang geben. Vielleicht ist es das der Zugang zu dem Ganzen. Nee, das ist auch nur so ein Ding. Das waren die Teile, die ich von oben gesehen habe. Kommt man von hier aus irgendwo rein? Hier ist auf alle Fälle ein alter Marker. Du bist doch so ein Marker, ne? Okay, hier bin ich blockiert. Da sind irgendwelche Waffenstationen. Ah, das Ding liegt auf dem Kopf. Ah, hier kommt man rein. Ah, interessant. Schauen wir uns mal an, was da drin los ist. Hier, da ist. Na, jetzt kriegen wir wieder einen Haufen Eisen ins Inventar. Hier ist auf alle Fälle richtig was los. Hier kriegen wir Leiterplatten. Hier kommen wir nicht durch. Da kommen wir zur nächsten Ebene hoch. Ja, okay, hier ist zu. Okay. Wo geht's hier rum? Hier ist wieder Sachen zum Abbauen. Lichten Container auf dem Boden zertrümmern. Das ist ja ein Riesending hier. Hier ist noch mal, ist hier irgendwas Besonderes drin? Da können wir das Eisen mal darüber machen. Nö, hier ist eigentlich auch nichts Besonderes drin. Da kann man rauf und runter. Hier ist eine Kommandozentrale. Müssen wir mal freiräumen und dann brauchen wir draußen, glaube ich, wieder so eine Art Stützpunkt. Ist hier irgendwas Besonderes drin? Hier geht's nach oben. Ja, das sind so die normalen Sachen, die. Wow, Gasextraktor Stufe 2. Ah, okay.
Hier wird ja wahrscheinlich auch wieder so ein Fusionsgenerator. Das ist ja hier mit dem Schieflaufen. Das ist ja auch ziemlich krass. Bewässerung niedrig. Wir haben Wasser dabei. Dann trinken wir mal. Hier sind auch noch mal. Das sind aber alles Standardsachen, die man dann mal ausplündern kann. Jetzt hoffe ich mal, dass ich irgendwo noch mal den Ausgang finde. Ah, hier ist es. Das heißt, da müssten wir dann vorbereiten, dass wir uns hier irgendwo ein Raummodul hinstellen. Und dann, achso, hier brauchen wir wieder Aluminium dafür. Dann fliegen wir hier mal zur Uranhöhle. Und dann bauen wir uns da drüben so ein Ausräumlager rein. Da kommen wir jetzt hier unter dem noch glühenden Vulkangestein unten durch. Da fällt auch was vom Himmel. Aber das mit dem Ding habe ich nicht ganz verstanden, wie man denn die Pulsarkristalle. Hier sind auch noch einzelne Module. Aha. Kann man euch abbauen? Nö. Seid beschädigt. Hier hat auch mal jemand gewohnt. Okay. Oh, jetzt habe ich hier nur die Dinge abgebaut. Die Kiste, die war schon leer. Hier wird auch. Hier ist ein Abgang. Da ist auch. Was haben wir hier? Objekt nicht möglich. Ja, hier ist halt Superlegierung drin. Das ist Superlegierung, aber das ist halt. Waren wir da unten schon drin? Bestimmt. Da ist auch nochmal Superlegierung. Da waren noch Brunnen drin. Ja, hier waren wir schon drin. Weil da nämlich schon Eisen liegt. Das haben wir da bestimmt hingeworfen. So. Das ist alles sehr interessant hier. Aber wir haben ja jetzt einen neuen Gasextraktor gekriegt. Da würde mich dann halt auch mal interessieren. Was seid ihr hier? Ihr seid normale Steine, seid ihr. Ja, das stimmt. Normale Steine. Hier ist ein Zeolithvorkommen. Ja, sehr wüstig hier alles. Schauen wir uns hier mal so ein bisschen um. So langsam wächst hier auch was in der Wüste. Ja. Das stimmt. Da unten ist unsere Uranhöhle, die jetzt auch kräftig gearbeitet hat, hoffentlich. Hat es hier was gegeben? Da ist Uran drin. Und hier in der Kiste ist eigentlich auch nichts. Wie viele Uran? Nö, du produzierst eigentlich gerade relativ wenig Uran, kann das sein? Ja. Okay, gut. Dann läuft das. Oder holen meine Drohnen die gerade zurzeit immer ab, wenn der, wie sagt man so schön, der Bedarf sozusagen da ist. Da kommen wir zur Aluhütte. Hier muss man irgendwie so ein bisschen durchfliegen. Oh, jetzt wäre ich fast abgestürzt. Ja, da gibt es also noch einiges zu erkunden hier. Da müsste man dann ja auch wieder mit einem Teleporter arbeiten, weil man da ja auch wieder die Pulsarkristalle braucht. Aber wie man die ausbohrt, das kommt wahrscheinlich dann auch erst mit den nächsten Bohrern dann. Das gibt ja noch eine Stufe 3, gibt das, aber den haben wir noch nicht. Wir haben jetzt aber einen Gasextraktor gekriegt, der ein bisschen wahrscheinlich denn auch diesen Stickstoff aus der Luft ziehen kann. Wie sieht es hier aus? Ja, du hast ja auch einiges. Wenn wir da jetzt auf Bedarf gehen. Bei der Drohnenstation müsste er mir eigentlich die Superlegierung ranholen. Hat er mir eigentlich irgendwas rangeholt hier? Oder muss ich den jedes Mal einzeln losschicken? Was haben wir denn hier? Ah, okay, hier sind die Uranstäbe. Das heißt, wir haben jetzt hier Bedarf nach
Das sind Eier. Hier nach. Okay. Gut, dann kannst du mir das abholen. Dann räumen wir mal unser Zeug weg, was wir hier eingesammelt haben. Superlegierung. Da können wir einmal die reinmachen und einmal die. Ah, dann haben wir hier Raketenantriebe. Das ist gut. Dann haben wir auch wieder Material für unser Farming hier. Da sind wir aber auch langsam echt gut aufgestellt. Was können wir denn hier mal rausmachen? Machen wir hier mal das Gas raus. Machen hier mal noch den Dünger mit rein. Dann haben wir hier Knallpeng. Dann haben wir hier das machen wir rüber. Dann machen wir das Mutagen hier rein. Passt. Weil das haben wir ja, glaube ich, hier vorne bei den Algen. Haben wir das hier mit reingepackt? Oder ist das hier? Nee, da sind unsere Larven drin. Dann packen wir euch hier rein. Ach so, die Kartuschen. Die sind ja hier. Da haben wir jetzt diese Stickstoffkartuschen. Ah, okay, gut. Das ist. Da haben wir einmal Osmanium mitgenommen. Aber das war wahrscheinlich ganz am Anfang, wie das Inventar noch leer war. Da haben wir hier nochmal Osmanium. Zeolith haben wir auch wieder. Und dann haben wir hier wieder einen Stab. Das ist wieder der hat wieder einen 5000er Token. Das ist ja Produktionsmultiplikator. Ah, okay. Da haben wir jetzt drei Stück von. Da könnten wir also richtig Geld verdienen. Was ich aber nicht verstehe, ist. Jetzt habe ich den Faden verloren. Naja, ist auch egal. Wir wollten anschauen den Gasextraktor, den neuen. Gasextraktor Stufe 2. Ah, okay, das Material müssten wir eigentlich zusammenkriegen. Superlegierung zweimal. Dann eine Leiterplatte. Okay. Was war das nächste? Zeolith haben wir auch genug. Und einmal einen Iridiumstab. Und die Keule, die stellen wir hier mit dazu. Dann wissen wir, dass hier unsere Gasproduktion ist. Und du produzierst was? Okay. Hier ist Sauerstoff und die anderen Kartuschen drin. Die können wir dann auch gleich wegbringen. Bin ich ja mal gespannt, was der da rauszieht. Oder wir haben ihn einfach falsch gestellt. Aber er kann ja gar nicht falsch gestellt sein. Was wollte ich sagen? Gas. Sauerstoff habe ich mitgenommen eigentlich für die Höhlen, wenn wir tauchen müssen oder mal länger tauchen müssen. Nicht, dass wir hier uns selber zugrunde wirtschaften. Baust du hier irgendwas ab? Ausgewähltes Objekt. Methan, nichts. Ah, jetzt produzierst du uns Stickstoff. Und du produzierst uns ja Sauerstoff und die anderen Kartuschen. Dann haben wir hier unser Wasser. Da ist auch wieder ein Haufen da. Die Bäume stehen hier auch richtig schön. Unser Superfood-Hersteller. Achso, der macht gerade gar nichts, aber der wird wahrscheinlich Bio. Nee, wo ist es denn? Superfood. Kannst du uns mal produzieren? Okay. Was haben wir jetzt noch im Inventar? Wasser haben wir. Ja. Der könnte uns jetzt zweimal Ding produzieren. Dann packen wir das zu den Algen mit dazu, weil hier brauchen wir ja auch immer. Sortieren wir das mal bitte. Okay, gut. Gut, hier haben wir. Das wäre ja alles was für die Snackbar. Warum wächst denn du nur so jämmerlich? Haben wir sonst noch irgendwas Neues dazu gekriegt? Ich wollte ja eigentlich mal gucken, nachdem wir so viele Raketenantriebe gekriegt haben, wie viel haben wir denn? 2, 4, 6, 8. 8 Raketen. Was bräuchten wir denn hier? Samenverteiler und die Magnetschutzrakete. Samen, was brauchen wir denn für die Samenverteilerrakete? Die Samenverteilerrakete. Gibt es denn hier neue Raketen? Wir haben Uran, das ist Wärme, Luftdruck, Pflanzenrakete,
Samenverteilerrakete, das bist du. Dann Karteninformation, Drohnenvisualisierungsrakete. Aber wir brauchen ja diese Samenverteiler. Da brauchen wir, okay, das kriegen wir wohl zusammen. Zweimal Mutagen, zweimal Bakterien, zweimal diese, zweimal Mutagen. Mutagen haben wir auch genug. Dann brauchen wir zweimal Baumrinde. Die kriegen wir hier. Dann können wir die auch mal. Aber meine Frage ist ja immer noch an das System. Was haben wir jetzt gesagt? Dann brauchen wir zweimal viermal Superlegierung. Viermal 1, 2, 3, 4 und 2. Nahrung ist niedrig. Wo ist mein Snackschrank? Wenn ich hier zu Hause bin, kann ich ja hier snacken. Dann passt das. Okay. Und jetzt schießen wir zweimal so eine Samenverteilerrakete in den Himmel. Samenverteilerrakete. Okay. Dann können wir dich in den Himmel schießen. Und dann machen wir hier auch noch eine. Ach so, war das jetzt zu schnell? Ja. Das war zu schnell. Dann starten wir die zweite auch. Ah, okay. Ihr kriegt das gemeinschaftlich hin. Nee, ihr kriegt das gemeinschaftlich nicht hin, weil ihr ineinander hängt. Ich und mein Chaos mit der Rakete. Hast du keine Stabilisierung, die in die andere geht? Naja. Die fliegt nach oben. Und die haben wir da unten versenkt. So, jetzt schauen wir mal kurz nochmal auf das Bild. Du randalierst da jetzt unten im Teich. Da haben wir jetzt 8000. Und Magnetschutzrakete. Was ist denn eine Magnetschutzrakete? Eine Magnetschutzrakete. Asteroiden-Magnetschutz. Das ist mit Silizium. Das ist die mit Silizium. Das ist die mit Silizium. Zweimal. Dann brauchen wir hier wahrscheinlich auch wieder viermal und sechsmal Silizium. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Und dann können wir euch auch. Ah, der produziert kräftig. Sobald die Bienen ihren Honig einlagern, ist der mit dabei. Und jetzt haben wir hier Magnetschutz. Und nochmal Magnetschutz. Und mal sehen, vielleicht kriegen wir diesmal einen vernünftigen Start hin, einer Doppelrakete. Kriegen wir das hin? Ihr kreiselt euch jetzt nach oben, das ist gut. Wunderbar. Jetzt muss ich hier bloß gucken, dass ich hier wegkomme, weil sonst schießt du wieder auf mich. Ihr geht da drüben runter, okay. Das heißt, wir haben jetzt hier Multiplikatoren. Pflanzen. Ach, die macht bloß 500. Magnetschutz. Okay. Was sagt denn unsere Anzeige? Schauen wir mal. Wir sind bei 56 für Fisch sind wir. Okay, gut. Ja, dann schauen wir mal. Wir brauchen wahrscheinlich in der nächsten Runde. Das heißt ja, wir müssen hier Pflanzen, Tiere. Vielleicht brauchen wir mehr Tiere oder sowas. Was sagt er denn? Biomasse? Was kommt da als Insektenverteilerrakete? Bei 17. Ah, okay, die kommt als nächstes. Dann haben wir Mutagenstufe 2 bei 50 Tonnen. Wir brauchen also mehr Insekten. Und Biomasse brauchen wir auch mehr. Ich glaube, dann nehmen wir uns mal in der nächsten Runde, nehmen wir uns das mal vor, dass wir da ein bisschen mehr produzieren. Dann bedanke ich mich recht herzlich bei euch. Wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal.